sind heute zurück in unserer Free-to-Play-Challenge in Roblox Toilet Tower Defense, Freunde. Wir haben es immer noch nicht geschafft, unser größtes Ziel zu erreichen. Und das ist es, eine Mythic-Einheit zu bekommen, ohne einen einzigen Robux auszugeben. Das ist unser Ziel für diese Challenge, Freunde. Und vielleicht ist heute endlich der Tag. Wenn euch die Challenge gefällt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit wir dieses Jahr noch die 100.000 Abos hier auf dem Roblox-Channel knacken, Freunde. Kuss geht raus an jeden, der auf Abonnieren drückt. Vielen Dank für den Support. Und hier hat schon wieder jemand uns eine Kiste geschickt, Freunde. Wie immer der Hinweis, ihr braucht keine Kisten hierher schicken, okay? Ihr braucht keine einzige Kiste an diesen Account hier schicken. Ich werde die hier nicht öffnen. Die liegen hier einfach nur rum, okay? Ich werde keine Kisten öffnen, die ich nicht selber freigeschaltet habe, ja? Also an diesen Account hier schickt nichts. Es passiert nichts. Ich werde es nicht öffnen. Ihr verschwendet einfach nur Kisten. Aber schauen wir nochmal, was wir im letzten Video geschafft haben. Wir haben natürlich während dem Weihnachtsevent jetzt es schon geschafft, uns 11 Camera Woman und Reindeer Speakerman freizuschalten. Unsere erste Legendary-Einheit. Und damit sind wir jetzt schon mal viel, viel stärker. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter hier an unserem Battle Pass weiterspielen, an unserem Event Pass, weil wenn wir den hier freispielen, erstmal kriegen wir noch eine neue Santa Crate, die wir öffnen können. Und wenn wir bis T25 freispielen, bis Level 25, kriegen wir den Frost DJ Speakerman. Noch eine richtig gute Einheit. Und vielleicht mit ein bisschen Glück kriegen wir ja sogar Santa TV Man oder Titan Present Man, während wir hier die Crates öffnen. Wir gehen erstmal als allererstes wieder in eine Runde rein und aktivieren uns auch gleichzeitig noch einen Coin Boost, weil wir davon noch welche übrig haben. Dann kriegen wir auch noch doppelte Coins und können später auch da hinten noch Einheiten ziehen. Dann haben wir noch eine Chance auf einen Mythic. Und ich habe auch Luck Boost, den können wir also auch benutzen, Freunde. Rein in den Nordpol, rein in die Event Map. Wir verdienen uns neue Erfahrungspunkte für den Pass und neues Geld, um weiter voranzukommen, Freunde. Wir schaffen das noch. Wir kriegen eine mythische Einheit ohne Robux. So wahr ich hier sitze, werden wir es schaffen. Und für alle von euch, die es noch nicht gemacht haben, ihr müsst wirklich unbedingt jetzt anfangen, während diesem Event den Event Pass durchzuspielen, Freunde. Ihr könnt so gut vorankommen, so starke Einheiten kriegen. Ihr seht es hier. Easy, die starken Bossgegner hier auf der Event-Map nimmt man direkt tops, wenn man nur schon 11 Camera Woman und Reindeer Speakerman am Start hat. Das sind nicht mal die besten Einheiten, das sind die Standardeinheiten. Und selbst die reichen schon, um hier ordentlich Damage zu machen. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall eure Einheiten claimen. Nehmt die Erfahrungspunkte mit und öffnet die ganzen Crates, die ihr im Pass freischalten könnt. Damit könnt ihr so weit vorankommen. Und mit ein kleines bisschen Glück kriegt ihr sogar eure erste Godly-Einheit. 1% Chance habt ihr auf die Godly-Einheit im Event. Und wir schauen jetzt mal. Ich glaube, die Einheiten sind halt nicht stark genug, um diesen Modus zu schaffen. Das haben wir schon getestet. Das ist nicht drinne. Aber um weiter voranzukommen und noch mehr Erfahrung zu sammeln, dafür reicht es definitiv, weil wir müssen auf jeden Fall den DJ, wie heißt der, Frost DJ Man, habe den Namen vergessen. Ich glaube, Frost DJ Speakerman ist sein Name. Den müssen wir auf jeden Fall heute freischalten. Dafür müssen wir nur 10 Level im Pass machen und das sollte eigentlich recht simpel sein. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube es, Freunde. Ich glaube es ganz fest. Hier auf Welle 11 haben wir jetzt aber zum ersten Mal Probleme mit diesen Mutant Toilets. Ich stelle mal hier noch so einen Reindeer Speakerman hin. Oh, warte, ich skippe einmal Wave, dann kann ich ihn upgraden. Vielleicht reicht das dann sogar, um die zu besiegen? Nö. Nee, nee. Schickt nicht. Okay, wir machen hier nochmal 11 Camera Woman hin. Die macht ja auch nochmal, nur 200 pro Sekunde. Können wir direkt wieder verkaufen. Das ist gewastetes Money. Den können wir hier stehen lassen, der macht nochmal... Oh, er macht hier nochmal Schaden. Ja, aber das reicht auch nicht. Okay, pass auf, wir lassen eine Mutantentoilette durchlaufen. Das bringt jetzt nichts hier als Einheiten zu platzieren, zu versuchen, das Ding aufzuhalten. Das macht es nicht besser, außer dass wir übel viel Geld wasten. Ich glaube, Mutantentoilette 1, und das ist Mutantentoilette 1, macht eh nur 50 Schaden. Damit können wir leben. Ist nicht super, aber können wir wegstecken. Ja, müssen wir mit klarkommen. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie möglichst schnell 1500 verdienen, um hier vorne für noch mehr Upgrades zu sorgen, weil es wird jetzt natürlich nicht einfacher. Ich meine, wir haben hier rechts jetzt noch diesen Reindeer Speakerman, der macht hier unten nochmal ordentlich Schaden, wenn die hier im Kreis fahren und alles, was hier von rechts kommt, kriegt auch nochmal Damage, das ist gut. Aber ansonsten
Ah, das wird jetzt langsam wird's ein bisschen kritisch. Mal sehen, wie weit wir kommen. Oh, und ich glaube, Welle 21. Ich meine, wir haben 11 Camera Woman jetzt bei dir schon auf Level 6, aber... Oh, warte mal. Ich dachte, Welle 21 wird ein Problem, aber offensichtlich doch nicht. Wir haben ja auch einen Reindeer Speakerman schon auf Max-Level und jetzt noch einen hier auf Level 2. Und den hier unten haben wir ja auch noch. Also der macht ja auch als noch ein bisschen was, den habe ich aber nicht mehr verbessert. Ja, okay, krass. Ah, warte, wir haben ja noch zweimal Mutant Toilet mit 120.000 Leben. Das könnte jetzt nochmal ein bisschen interessant werden. Übrigens hat die eine Mutant Toilet eben 150 Leben abgezogen und nicht nur 50. Das ist schon mal schlecht. Ja, gesamt gesehen ist es schon mal schlecht. Okay, aber wir haben es easy geschafft. Krass. Boah, sogar einen Voice Crack habe ich bekommen. Wir haben es easy geschafft, gerade durch Welle 21 durchzumischen. Das habe ich wirklich, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, das gibt jetzt richtig Struggle und wir müssen irgendwo hier unten noch was platzieren. Ja, okay, sehr gut. Ich glaube, wir kommen weiter, als ich denke. Ich glaube, wir kommen viel weiter, als ich denke. Krass. Okay, warte mal, welches Level ist er jetzt? 3. Okay, ich würde sagen, den machen wir noch auf Maximallevel und dann platzieren wir hier unten noch ein paar Einheiten, dass wir hier noch ein bisschen safe sind, wenn dann mal irgendwas durchkommt. Aber mal gucken. Da oben kommt gleich erstmal eine UFO-Toilette. Spätestens da wird's kritisch. Und hier ist die UFO-Toilette auch schon dabei, komplett durchzumarschieren. Kriegt jetzt zwar nochmal ordentlich Damage, aber schafft es problemlos, viel zu weit zu kommen. Okay, wir platzieren hier mal 11 Camera Woman, upgraden noch ein bisschen bis Level 4. Kann 11 Camera Woman hier nochmal Damage machen, aber nein, die UFO-Toilette können wir nicht aufhalten. Keine Chance. Die UFO-Toilette schaffen wir nicht zu stoppen. Hier wurde nochmal ein bisschen Damage gemacht. Die haben auch keine Reichweite bis hier unten. Upgrade nochmal? Nein, wir wurden gestunt. Ja, die können wir nicht aufhalten. Ich könnte jetzt hier oben schnell verkaufen und das hier machen. Einmal auf Maximallevel. Hier verkaufen, verkaufen, verkaufen und nochmal kurz durch upgraden. Nee, alle sind am Schlafen. Haben es nicht geschafft. Gehen zurück in die Lobby. Wir schauen mal, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen haben. Also wir haben gerade ja 600 irgendwas bekommen, aber wie viele Quests wir noch abgeben können. Nur eine... Dass wir 1000 Toiletten zerstören, können wir nur abgeben. Okay, krass. Dafür haben wir aber trotzdem 2 neue Tiers bekommen. Wir kriegen eine neue Santa Crate und 2 Coin Boosts. Okay, habe ich eben keine Coins bekommen? Kriegt man auf der Event-Map keine Coins? Habe ich einen Coin Boost gewastet? Wow, okay, wir öffnen eine Santa Crate und nochmal 11 Camera Woman, okay. Ich habe einen Coin Boost gewastet, Freunde. Ich dachte, wir kriegen da auch Coins. Okay, wir können eine Crate können wir noch kaufen. Ich habe noch eine Santa Crate gekauft. Wir öffnen nochmal 11 Camera Woman. Wow, okay. Ja, gut. Soweit, so gut. Okay. Die nächste Mission, die wir jetzt definitiv freischalten können, ist 2 Stunden lang zu spielen. Und, ja, Welle 40 im Event-Modus zu besiegen, das wird erstmal noch nichts. 1000 Geschenke einsammeln, das schaffen wir auch noch als nächstes. Und vielleicht 10 Santa Crates zu öffnen, kriegen wir auch noch irgendwie hin. Alles andere ist erstmal weit entfernt. Und wir haben noch eine Menge Tiers, die wir freischalten müssen, bis wir bei Tier 25 sind, Freunde. Aha, das wird noch eine Weile dauern. Aber gut, ich gebe mir hier nochmal meine beste Mühe, Leute. Und gleich werden wir nochmal ein bisschen was öffnen. Wir gehen nochmal rein in den Nordpol. Event Mode, ich grind hier mal eine Weile rein. Wir sehen uns gleich wieder. Und hier finden wir uns auch schon wieder mitten in der Runde, Leute. Ich habe eine etwas andere Strategie ausprobiert. Das ist auch immer noch die erste Runde, seitdem ich eben das letzte Mal mit euch gesprochen habe. Für mich ist ein bisschen mehr Zeit vergangen, aber ich habe hier scheinbar eine Strategie gefunden, mit der man gewinnen kann, wenn man nur Reindeer Speakerman und nur 11 Camera Woman hat. Ich habe die jetzt hier so platziert, dass man die Kurven hier hinten komplett abdeckt. Und bis jetzt, ich meine, ihr seht, wir sind in Welle 47, Freunde. Ich bin alleine hier. Mir hat niemand geholfen und wir haben immer noch volles Leben. Wir machen jetzt sogar gerade hier die Giant Dual Blade Toilets platt. Das einzige Problem ist, ich kann keine neuen Einheiten mehr platzieren. Wir sind schon am Maximum, also keine Kapazität mehr für noch stärkere Einheiten, beziehungsweise für noch mehr Einheiten. Aber wir schaffen jetzt sogar hier auf Welle 47 die Scientist Toilet. Ich drücke auch schon mal Skip Wave, damit es nicht so lange dauert. Könnte sein, dass wir sogar den Event-Modus jetzt schaffen, nur mit diesen beiden Einheiten. Das sind die schlechtesten Einheiten, die man im Event bekommen kann. Also wenn ihr ein bisschen spielt, wenn ihr einen Nachmittag ein bisschen zockt, sollte jeder von euch diese Einheiten besitzen. Also ist es eigentlich für jeden möglich, easy den Event-Modus zu schaffen. Schaut euch das mal an. Wir machen hier easy die Scientist-Toilette platt.
Und ich denke mal, wir schaffen auch noch die nächsten Wellen. Das ist krass. Hier befinden wir uns jetzt sogar in Welle 50, Freunde. Wir haben es bis hierhin geschafft. Der Boss kommt von hier drüben. Okay, behalten wir das mal im Auge. Und ihr habt es gerade gesehen, selbst Airplane Toilets, gar kein Problem. Also, wenn ihr diese Einheiten habt, positioniert sie hier in diesem Bereich. Ich habe noch zwei Elf Camera Women hier oben hingestellt, aber die haben riesige Reichweite. Könnt ihr auch hier reinstellen. Also alle eure Einheiten ungefähr hier in diesem Bereich, wo ich gerade langlaufe. Und ich denke, dann solltet ihr sehr gut, sehr, sehr gut durch diesen Modus durchkommen. Aber schauen wir jetzt mal, ob wir es auch schaffen, hier den Boss wegzulöten. Wie viel Leben hat er? 3,3 Millionen. Sollte machbar sein. Und hier geht's los. Er kriegt den ersten Schaden hier reingelötet. Diese Frost-Skelett-Toilette. Ordentlich Damage, aber ihr habt eben schon gesehen, wie wir den Wissenschaftler, die Scientist-Toilette auseinandergenommen haben. Und der hatte auch 2,4 Millionen und der war irgendwo hier schon besiegt eben. Und ich denke mal, das gleiche Schicksal wird die Frost-Toilette ereilen. Ich glaube nicht, dass der so extrem viel weiterkommen wird. Ich schätze mal spätestens hier. Hier wird spätestens Ende sein. Aber so wie ich das sehe, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher. Wir schaffen den Nordpol-Modus mit den Basiseinheiten ultra gut. Und wir sollten dann gleich ultra heftig Erfahrungspunkte durch die Herausforderung bekommen. Wir haben Welle 40 geschafft, wir haben Welle 50 geschafft. Wir haben extrem viele Toiletten besiegt. Die Spielzeit, die wir haben, die Geschenke, die wir verdienen, dadurch kriegen wir auch eine Herausforderung, eine Quest, die wir beenden können. Und schaut mal, wie recht ich gehabt habe, Freunde. Ich habe gesagt, er kommt circa bis hierhin. Perfekt geschätzt, würde ich sagen. 200 Geschenke bekommen, 2000 Erfahrungspunkte. Wir gehen mal in die Lobby und schauen uns an, was wir bekommen haben. Ihr habt auch gesehen, ich habe 1,5 Stunden für den Modus gebraucht, aber es hat funktioniert. Das ist alles, was zählt. Jetzt laufen wir aber mal schnell hier rüber zum Christmas Event und wir sammeln erstmal unsere Mission. Über 2 Stunden spielen, haben wir gemacht. 1000 Geschenke einsammeln, haben wir gemacht. Welle 40 besiegen, haben wir gemacht. Und Welle 50 besiegen, haben wir auch gemacht, Freunde. Let's go. Und dadurch sind wir jetzt bei T25. Warte. Hier Gems. Nochmal Presents. Coins. Hier kriegen wir 2 Center Crates, die wir gleich öffnen können. 2 Center Crates, die jetzt noch mit bei uns sind. Und uns fehlen nur noch 740 Erfahrungspunkte, um auch noch den, wie heißt der? Frost DJ Speakerman zu bekommen. Warte, wie viele Dings kann ich öffnen? 2. 2 Crates können wir jetzt nochmal öffnen. Machen wir mal. Reindeer Speakerman. Komm schon, einen Mythic noch. Gib den Mythic, come on. Ah, okay. Pech gehabt. Wäre aber cool gewesen. Okay, jetzt brauchen wir nochmal 700 Erfahrungspunkte. Welche Mission können wir dafür jetzt easy machen? 10 Santa Crates öffnen ist am nächsten. Ich könnte... Warte mal, ich kann 3, 4, 5 Stück kaufen. Wie viel müssen wir öffnen? 6 müssen wir öffnen. Ja, okay. Fast. Wir öffnen 5 Santa Crates. 1, 2. Warte, vielleicht kriegen wir Mythic. 3. Ich krieg den Titan! Ich krieg die Godly-Einheit auf dem Free-to-Play-Account, Freunde. Oh! Yes! Let's go! Wir haben einen Godly auf dem Free-to-Play-Account, Freunde. Seht ihr, ihr müsst keine Robux ausgeben, um in diesem Game gut zu werden. Es ist Free-to-Play, ganz, ganz easy möglich. Wir ziehen den Godly in der Free-to-Play-Challenge, Freunde, ohne einen einzigen Robux zu investieren. Let's go! Wie gut ist das bitte? Alter, jetzt können wir easy den Modus durchspielen, davon mal abgesehen. Wir haben noch 2 Kisten. Wir kriegen nochmal Reindeer Speakerman. Und noch ein letztes Mal. Und wir kriegen nochmal 11 Camera Woman. Okay, ich dachte, wir kriegen vielleicht auch noch den Mythic. Das wäre cool gewesen. Okay, wir müssten jetzt noch eine Santa Crate öffnen. Kriege ich jetzt, kann ich irgendwoher jetzt auf die Schnelle... Ja, okay, wir müssen eigentlich nochmal eine Runde machen. Dann haben wir genug Presents. Dann kriegen wir die Quest und dann haben wir noch Frost DJ Speakerman, haben wir den auch noch im Team. Wir gehen nochmal rein in den Nordpol mit unserem neuen Godly im Gepäck, Freunde. Let's go! Dafür auf jeden Fall ein Abo dalassen. Alter, wie kann man so bodenlos viel Glück haben? Wir haben einfach den Godly bekommen. Let's go! Und jetzt ist es auch egal,
was wir hier für eine Taktik machen, Freunde. Wir rushen nochmal easy durch den Modus durch, wir verdienen uns nochmal kurz ein paar Geschenke, machen gleich noch die Quest, haben Frost DJ Speaker Man. Vielleicht ziehen wir gleich auch noch den Mythic, den haben wir ja immer noch nicht. Jetzt haben wir einen Godly vorne Mythic. Mein Ziel war es für diese Challenge, nur zu schauen, wie lange man braucht, um eine Mythic-Einheit zu kriegen. Mythic haben wir bis jetzt immer noch nicht geschafft, aber wir haben es einfach übersprungen und direkt die Godly-Einheit gemacht. Beschweren kann man sich da eher weniger. Krass, Freunde. Heftig. Let's go. Und 300 Geschenke sind am Start. Was bedeutet wir... Oh, ich habe schon durchs... Oh, super. Ich habe schon alleine durchs Abschließen des Levels, also ich habe es nicht nochmal komplett durchgespielt, aber allein dadurch haben wir schon T25 freigeschaltet und haben auch noch den Frost DJ Speakerman. Natürlich kaufen wir uns trotzdem noch ein Geschenk, um es zu öffnen, freuen, und wir kriegen Reindeer Speakerman. Ich habe gehofft, wir schließen diese Folge mit einem Mythic und einem Godly ab, aber man kann nicht alles haben. Dafür haben wir jetzt zwei Legendaries. Richtig gut. Elf Camera Woman, Frost DJ Speaker Man, Titan Present Man auch mit am Start, Leute. Und einfach richtig, richtig gut. Ich mache mir jetzt einfach noch einen Spaß. Komm, wir haben heute einen Lauf, Freunde. Vielleicht haben wir noch mehr Glück. Ich verschwende jetzt einen Luck Boost, okay? Ich verschwende den jetzt. Und gehe hier rüber und öffne noch einmal 10 Einheiten. Wir kriegen nur schlechte Sachen. Komm, wir öffnen noch einmal. Wow, richtig Pech gehabt. Ey, wir haben nicht mal eine epische. Egal. Wir haben Godly, wir haben Legendaries, Freunde. Spielt auf jeden Fall das Event. Damit kommt ihr richtig weit in dem Game, wenn ihr jetzt mit euren normalen Accounts oder die von euch, die halt keine Robux ausgeben, einfach dieses Event mitnehmen. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ciao, ciao und bis dahin.